Liebe KFF-Mitglieder, herzlich willkommen bei der Mitgliederumfrage 2012. Wenn ich das Jahr 2012 kurz Revue passieren lassen darf, muss ich sagen, war es natürlich wieder ein sehr lustiges, ein sehr actionreiches und vor allem ein sehr geschichtsträchtiges Jahr. Das Jahr 2012 war im Grunde genommen das Jahr, wo wir uns wirklich den Sprung geschafft haben von einer Freizeitmannschaft zu einem Freizeitverein. Dann war das Jahr 2012 auch im Jugendbereich natürlich sehr ereignisreich. Wir haben auf der einen Seite die KFF Pabulos wirklich das erste Jahr vollkommen in unser Freizeitprogramm involviert, egal ob das mit Freundschaftsspiele war, mit Feste und Veranstaltungen oder mit sozialen Aktionen. Auf der anderen Seite war es bei der Sparte KFF Ninos vor allem so, dass die Festebeteiligung überragend war. Das heißt, wir haben bei vielen Feste und Veranstaltungen mehr als 14 Kinder gehabt und genau aus dem Grund haben wir uns dann natürlich dann auch entschlossen, eine dritte Kindermannschaft, die KFF Jóvenes, zu gründen. Auf der einen Seite ganz klar, um die Kapazitäten zu entzehren und auf der anderen Seite auch, um im Endeffekt die Trainingsinhalte der Kinder jetzt da dem altersgemäß oder altersgemäßer anzupassen. Weil es ja doch jetzt bei den Ninos oftmals so war, aufgrund der großen Zeitspanne von 7 bis 13 Jahren, dass auf der einen Seite oftmals Spiele gemacht wurden, die eher den Kleineren gefallen haben und auf der anderen Seite die Großen sich gelangweilt haben oder andersrum. Und aus dem Grund haben wir die Jóvenes gegründet, dass hier im Endeffekt einfach die Wünsche der Kinder noch mehr zur Geltung kommen. Im Erwachsenenbereich bzw. im Seniorenbereich haben wir vor allem sehr viele neue Ausflüge und Veranstaltungen ausprobiert. Wir haben auch einige neue Freundschaftsspielgegner gewonnen, auf die wir sehr stolz sind. Und wir haben auch große Aktionen durchgeführt, wie zum Beispiel der Europapark-Ausflug, der für mich das ganz große Highlight in dem Jahr war. Im Bereich des sozialen Engagements haben wir vor allem unser Don Bosco-Team gegründet, also sprich ein paar Leute von uns haben sich als freiwillige jugendlichen Trainer zur Verfügung gestellt und haben die Jugendlichen des Don Bosco-Teams in der Freizeit gecoacht und auch Freundschaftsspiele mit ihnen absolviert. Und wir haben natürlich unser zweites großes soziales Turnier veranstaltet, was, glaube ich, von der Atmosphäre her super war, was von den beteiligten Mannschaften super war. Und wir konnten noch mehr Geld einnehmen als im letzten Jahr und diesen schlussendlich dem Anna-Hospiz-Verein spenden. Außerdem war das Jahr 2012 auch ein Jahr von einigen anderen großen Aktionen, wie zum Beispiel den Walter-Masing-Preis, den wir im Juni dieses Jahres in Frankfurt abholen durften, auf den wir immer noch sehr stolz sind, weil wir hier im Kreise der renommiertesten deutschen und europäischen Qualitätsexperten für unsere Bemühungen ein Qualitätsmanagementsystem im Freizeitbereich bzw. im Vereinsbereich aufzubauen, geehrt wurden. Außerdem gab es dann auch so lustige und tolle Aktionen, wie zum Beispiel so Wandmalereien, wie das Logo hier, das man im Hintergrund sieht. Da noch einen ganz großen Dank an unsere drei Supermaler, Patrick, Philipp und Sapsi, die hier in ihrer Freizeit wirklich Großartiges geleistet haben. Ja, ein kurzer Vorausblick noch für das Jahr 2013. Wir wollen natürlich im Jugendbereich unseren roten Faden weiter ausbauen, sprich Freundschaftsspiele, Feste und Veranstaltungen und sozialen Aktionen in jedem Bereich einführen und hier vor allem auch die Jóvenes weiter ausbauen. Wir wollen vor allem unser soziales Engagement weiter ausbauen und das große 5-jährige Jubiläum steht bevor, wo wir uns auch noch einiges überlegen für euch Mitglieder, wo ihr darauf gespannt sein dürft. Und jetzt, ganz am Ende des Videos, möchte ich euch nochmal ganz herzlich bitten, bei der Mitgliederumfrage teilzunehmen, damit wir eure Wünsche und eure Vorstellungen für dieses Freizeitprogramm 2013 ganz gezielt aufsetzen und umsetzen können. Die Mitgliederumfrage besteht dieses Jahr aus drei Bereichen. Das eine ist der allgemeine Bereich, den ihr eh schon aufgrund des Fragenkataloges kennt. Der zweite Bereich haben wir dieses Mal gedacht, lassen wir uns wirklich ganz gezielt jedes einzelne Fest und Veranstaltung von euch bewerten, wo wir wissen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gefallen und was können wir im nächsten Jahr besser machen. Und der dritte Bereich steht im Endeffekt, das ist so ein kleiner Auswahlbereich, wo ihr entscheiden könnt, wollt ihr mehr Freundschaftsspiele, mehr Feste und Veranstaltungen und zum Beispiel mehr soziale Aktionen, dass wir nur mal ganz gezielt für jede Sparte im Endeffekt die Wünsche nur mal ganz speziell definieren können. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und bedanke mich auch schon mal für eure Teilnahme. Und ich hoffe auf ein genauso tolles, lustiges und spaßiges KFF-Jahr 2013, wie es 2012 der Fall war. Vielen Dank.